Three, two, one. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Oh Gott, meine Stimme. Einige haben es schon mitbekommen. Und zwar habe ich ein neues Handy bekommen. Und zwar das iPhone 13 Pro. Auf jeden Fall dachte ich mir, weil so viele gefragt haben. Ich werde es euch einfach mal zeigen. Also, Warte. Eine Minute, 37 Sekunden später. Und zwar, what's on my iPhone? So, jetzt habe ich es auch. Ich habe es heute noch sehr lange aufgeräumt, weil es war halt so normal. Ich habe es geöffnet, da waren überall Apps. Und ich habe es jetzt sortiert. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, drückt die Glocke und abonniert mich. Und abonniert meinen Kanal. Was sage ich denn immer? Ich habe es vergessen. Und abonniert mich und jetzt geht's los. By the way, ich sitze gerade so an meinem Schminktisch. Und irgendwie... mir ist das ein bisschen komisch gerade, aber egal. Wartet. 3 Stunden später. Fängst du jetzt mal an? So, ich habe den Stuhl ein bisschen weiter hoch gemacht. Okay, also ich würde sagen, ich starte jetzt erstmal bei meiner Hülle. Und zwar ist das die hier. Das ist diese, wenn man so halt ins Licht geht, dass da so Herzchen kommen. Ist ja, was ich meine? Ich finde das so unglaublich schön. Und ich habe heute einen Kameraschutz bestellt. Der ist auch angekommen. Hier sieht man ihn ja. Der ist so schön. Aber ich habe das kaputt gemacht. Deswegen müssen wir jetzt einen neuen bestellen. Deswegen habe ich da jetzt erstmal so nur 2 so mit Glitzer. Hier ist halt gar kein Schutz drauf. Aber egal. Und ein Panzerglas habe ich auch schon drauf. Also ich bin sehr gut ausgerüstet. Und ich würde sagen, ich zeige jetzt erstmal meinen Homebildschirm. Wartet. Oh Gott. Also ich rutsche mal ein bisschen. Also es ist mein... Hintergrund, mein Sperrbildschirm. Ja, mit den Glücksbärchis. Ich finde den übel süß. Und ja, machen wir weiter. Also, wenn man mein Internet sperrt, sieht man erstmal das hier. Ich habe hier halt so ein paar Apps. So. Ja, halt so. Ja, ihr seht es ja selber. Oh Gott, hat mein Bild von mir gesehen. Und dann noch dieses hier. Oh Gott, Hilfe! Nochmal. Also, ich habe hier erstmal so ein paar Widgetsmiths gemacht. Also, Icons, ja, ich glaube schon. Also, ja, halt Spotify, Widgetsmith, Rechner, Uhr, Einstellungen, Übersetzer, Kamera, Kurzbefehl, TikTok und PicsArt. Und ich war ein bisschen zu faul, deswegen habe ich nur die gemacht und hier einfach den Ordner. Ich habe den so einen Kram rein, so produktive Sachen. Ordner werde ich nie öffnen, aber egal. Hier habe ich so meine Games. Quizlet brauchen wir für die Schule, aber ich benutze Quizlet eigentlich fast nie. Falls meine Englischlehrerin das hier sieht, hi! Guckst ja nicht an. Und dann habe ich noch Clash Royale und Subway Surfer. Und dann habe ich hier einen Ordner so mit FaceTime-Nachrichten und Telefon. Da habe ich einfach, ich habe ihn Call Me Baby genannt. Ich weiß nicht warum. Und da unten habe ich so meine 10, was für 10 bin ich nun? Meine 3 Lieblings-App, also Insta, Snapchat und TikTok. Ja, und ein Widgetsmith habe ich einfach hier oben. Halt die Uhrzeit und alles. Aber ihr seht es ja selber. Und diesen Teddy Day, irgendwie, ich mag Teddys so. Keine Ahnung. Und deswegen dachte ich, das passt. Ich würde sagen, zeige ich jetzt einfach mal ein paar Sachen noch in meinem Handy. Okay. Fangen wir mal an bei meinem WhatsApp-Profilbild. Ich habe es nämlich geändert. Ich habe jetzt das hier. Oh, ich rutsche ein bisschen. Das ist halt, also das Grüne ist meine Augenfarbe und das Braune, die von meiner Freundin. Oh, es fängt die ganze Zeit noch. Okay. Okay, ich zeige euch jetzt einfach mal so ein paar meiner Lieblings-Apps. Da gibt es nämlich einige. Oh Gott. Wir schreiben gerade so viele Leute. Okay. Also, eine meiner Lieblings-Apps ist auf jeden Fall Spotify. Ja, da muss ich nicht viel erklären. Es ist einfach Spotify, ne? Ich könnte ohne Spotify nicht leben. Also, ich glaube, jeder kennt Spotify, deswegen erkläre ich jetzt nicht so viel. Dann auf jeden Fall TikTok.
Ja. Ich mag TikTok. Das Ding ist, TikTok, finde ich, benutzt man nur so ein bisschen langweilig und man scrollt so. So, wisst ihr, was ich meine? Deswegen meine Mama auch immer so: Mann, nutz doch deine Zeit und häng nicht immer nur da und scroll durch dein Handy. Ich nur so, mach ich doch gar nicht. Ja, deswegen auf jeden Fall TikTok. Dann Snapchat. Oh Gott, aha, das ist noch nicht. Oder? Ja, Snap. Benutze ich sehr, sehr oft. Ich habe auch, also ich bin so eine Person, ich baue, wenn ihr mein Snap hättet, ne? Ich würde so sagen, ja, wir bauen jetzt Flammen auf. So, wir hätten 10 Flammen, ihr würdet sie nicht mehr snappen, ich wäre nur so. Nee, 10 Tage, ja, 10 Tage haben wir gesnappt. Was löst ihr das jetzt hier einfach auf? Ja, also wenn ihr mit mir snappt, dann müsst ihr Flammen aufbauen. Ihr müsst. Gegen Langeweile auf jeden Fall Subway Surfer. Ich immer so im Bus so. Ich sitze so da und spiele einfach so. Gott. Wartet. Ich bin jetzt nicht der Beste hier, aber im Bus, ich sitze immer so da und mach so. Ich höre so währenddessen Musik. Ja. Wir lassen es lieber. Kurz meine ganzen Chats archiviert, weil ihr schreibt immer so auf einmal so Rabia so. Schick mal alle Bilder, die wir gemacht haben. So, ich so, okay, warte. Und wir haben einfach 32 Bilder oder so gemacht. Deswegen hat es ein bisschen gedauert. Aber ich bin back. Also, ich bin auf jeden Fall Subway Surfer. Und Pixar. Genau. Ich muss kurz mal gucken. Hier nehme ich zum Beispiel immer meine Hintergründe. Also, ich gehe halt hier aufs Plus und dann gehe ich da so runter. Und dann auf die hier, so. Und dann gebe ich hier halt so ein, so, hier habe ich jetzt beige, Background. Ja. Und dann nehme ich halt immer irgendwas, mach so, ziehe es ein bisschen größer, mach dann Screenshot, benutze es als Hintergrund. Also wenn ihr mal keine Idee habt als Hintergrund oder nichts findet, geht einfach auf PixArt und gebt Background ein. Und, ja. Oha, die sieht aus wie ich. Also der, einfach ich, Leute, einfach ich. Okay, machen wir weiter. Und zwar Apps, die ich euch empfehle. Okay, ich empfehle sie euch. Und zwar einmal Google Maps, also Google. Oh Gott. Und zwar mache ich immer so. Warte, ist die ganze Welt mal hier. Und zwar mache ich das so bei meiner IBF. Ja, so, wir spielen kein Roblox mehr oder so. Wir schreiben halt ab und zu mal. Und zwar, ich wollte es mal machen, ich habe es aber vergessen zu machen. Und zwar, ihr könnt so einen Standort festlegen. Ich nehme jetzt einfach mal hier irgendwas, hier so. Punkt zufügen. Und dann geht ihr irgendwo hin, wo eure IBF oder so wohnt, auch wenn es so weiter weg ist. Dann auch so Punkte zufügen und dann könnt ihr das so sehen, wie weit das entfernt ist. Und ja, also, wer diese App noch nicht hat, der hat was verpasst. Okay, Leute, ich zeige jetzt, wie ihr so ein App-Ding neu gestalten könnt. Also, ihr sucht erstmal so auf Safari. Keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal TikTok. Nee, habe ich ja schon. WhatsApp. Da muss nicht. Junge, WhatsApp. Aiko. Ich nehme jetzt beige. Und dann kommen hier ganz viele. Dann geht ihr auf Bilder. Nehmt einfach eins. Ich nehme jetzt mal das hier. Dann zu Fotos hinzufügen. Dann geht ihr auf die App Kurzbefehl. Auf dieses Plus. App öffnen. Dann App. Und dann sucht ihr jetzt WhatsApp. Hier. So schreibt man mit H. Ups. Dann hier App öffnen. Gebt irgendwas ein. Hier ist kein Bleiben. Dann da. Wartet. Dann hier hin. Und zum Homebildschirm. Dann geht jetzt hier in WhatsApp und nimmt hier und dann Fotos auswählen und dann dieses Bild hinzufügen und dann ist es hier und ihr seid in WhatsApp drin. Ja, das heißt perfekt. So geht's, guys. Ja, und wie gesagt, ihr müsst einfach nur, wenn ihr halt die Widget suchen wollt, einfach nur eingeben jetzt WhatsApp, Aiko und
dann die Farbe grün, beige, blau und dann kommt es. Ich weiß nicht, was ich noch großartig sagen soll, deswegen würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, drückt die Glocke und abonniert mich. Adios, amigos.